Moin, ich bin's, eure Bettina Bullmann von der Zuhausebau in Altmölln. Ich bin in Dassendorf und in Dassendorf haben wir einen Bodensee 129, das jetzt fertig wird und das wir zur Übergabe wie immer filmen. Ich mache mal kurz so einen ganz kleinen Lüttenschwenk. Also, ihr seht schon, da gibt es ein Carport dran und da gibt es natürlich auch einen Wintergarten dran. Es ist wirklich sehr schön geworden. Und das wollen wir uns jetzt angucken. Ich nehme euch mit. Wir gehen einmal drumherum. Also, los geht's. Wir stehen draußen vor. Wir haben in zweiter Reihe gebaut. So, das heißt, ich gehe jetzt so ein bisschen schon mal den Schotterhügel runter. Versuche mit euch ganz elegant über all den Dreck zu watscheln. Nichtsdestotrotz genieße ich dieses schöne Haus, was wir hier gebaut haben. Und es ist echt toll geworden. Wir haben, wie ihr seht, oben keine französischen Balkone dran, sondern wir haben feststehende Fensterelemente. Wir haben einen großen Dachüberstand am Giebel, was das Haus natürlich immer schön knuschig macht. Und jetzt gehe ich noch mal mit euch hier hinten so einmal an den Sauerkirschen vorbei. Und da seht ihr es. Das Bodensee hat auch einen Wintergarten. Und der ist wieder mal sehr schön geworden. Wir haben das ja schon mal gebaut. Allerdings damals mit Keller, war auch eine ganz tolle Variante. Könnt ihr euch auch gerne noch mal auf unseren Videos angucken. Und jetzt versuche ich mich mal hier weiter umidum durchs Gestrüpp und ums Haus zu bewegen. So. Hier ist schon mal alles so ein bisschen vorgearbeitet. Die Bauherren fangen an, schon fleißig zu sein, die Außenanlagen einmal drumherum zu machen, so dass man schon schön den Weg frei hat. So, hier sieht man die, ich sag mal, schöne Traufseite mit den bodentiefen Fenstern, dem Wintergarten dran. Wir haben ein total schönes Feldrandgrundstück mit einem schönen Blick raus, was wirklich passend ist. Ja, und wie man sieht, da waren schon ganz fleißige Leute an den Außenanlagen dran. Finden wir jetzt nicht immer so schön. Es ist ganz wichtig, dass das auch abgesprochen wird, weil manchmal müssen wir ja noch an der einen oder anderen Stelle irgendwo ans Haus ran. Ja, das ist dann jetzt die schöne Gartenseite. Da sieht man es in aller Breite und Schönheit. Wintergarten dran, Überdachung zum Carport dran. Oben, unten schöne bodentiefe Fenster. Von der anderen Seite, wo man quasi den, ich sag mal, weiten Dachüberstand, den Mini-Carport, das große Unterstellteil nochmal sehen kann. Also gefühlt, sage ich ja immer, sieht so ein bisschen aus wie so eine Glucke, sehr warm, gemütlich, schön. Also in dieser Konstellation, finde ich, ist das Bodensee wirklich ein kleines Schmuckstück. Ja, ich würde sagen, dann sind wir draußen auch schon fein. Und dann nehme ich euch mal mit rein. Ich mache mal etwas Ungewöhnliches. Ich mache gleich mal so ein Treppenbildchen, was sich bewegt, indem man quasi so ein bisschen gleich mit nach oben geht. Und wir haben die Treppe diesmal wirklich als wunderschöne weiße Wangentreppe verbaut. Alles aus Holz. Das hat natürlich einen gewissen Charme. Das ist schon wirklich hübsch, finde ich. Auch mal ganz anders, so eine ganz schlichte weiße Treppe haben wir tatsächlich in der Form noch nie gehabt. Nun denn, herzlich willkommen. Marschieren wir mal rein. Dielenbereich im Bodensee kennt ihr ja schon so ein bisschen. Das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Wir haben mit Seitenteil gebaut, damit schön viel Licht reinkommt, weil wir hier auch relativ schmal am Grundstück sind. Da sieht man nochmal einen schönen Blick auf die Treppe. Auch schön hell und weiß gehalten. Das heißt, selbst wenn mal irgendwann wieder die dunkle Jahreszeit kommt, wird es hier drin auf jeden Fall nicht duster. Ja, ab in den Wohnbereich. Fangen wir doch mal so rum an. Das Wohnzimmer ist so, wie ihr das typisch vom Bodensee her kennt. Wir haben ja hier 29 Wohnflächenquadratmeter.
Aber jetzt kommt das wirklich, wirklich Tolle. Durch den Wintergarten sieht es einfach riesig aus. Und wenn man dann die Küche, so wie auch hier gemacht, komplett offen hält, dann ist das schon ein absolutes, schönes Highlight. Weil riesig groß, luftig, unheimlich viel Licht. Also, ich mag es immer wieder sehr, sehr gerne. Es sieht einfach toll aus. Jetzt mal so von allen Seiten. Das ist doch echt eine schöne, gemütliche Ecke. Wie immer man die dann mal am Ende des Tages einrichten und gestalten möchte. Jo. So ist der Wohnbereich hier im Bodensee in Dassendorf gehalten. Dann gehen wir gleich mal weiter durch. In den unteren Bereich weiter. Wir haben ja noch ein Gäste-WC. Hier an der Seite. Diesmal ohne Dusche, ganz schlicht. Wie das immer so ist: Klo, waschbecken, fertig rein. Und das Gäste-WC hier im Bodensee ist auch echt großzügig. Was mal wieder sehr schick ist. Das ist mal wieder eine andere Art von Tür mit den Kassetten. Tja, aber leider, weil wenn ich jetzt den Schwenk mache hier rüber, dann seht ihr, da fehlt schon wieder eine Tür. Also das sind im Moment so Kleinigkeiten, da ist immer mal die eine oder andere Lieferschwierigkeit. Das wird aber alles noch nachgeordert oder beziehungsweise ist schon im Ankommen. Ja, das andere kleine Zimmer unten im Erdgeschoss im Bodensee ist auch so, wie wir es eigentlich im Standardgrundriss haben. Das sind die guten knapp 11 Quadratmeter als Gäste-, Arbeits- oder wie auch immer Raum. Bodentiefe Tür raus, doppelflügeliges Fenster. Und daneben ist dann gleich der Hausanschlussraum. Der Hausanschlussraum hat wie immer an der Stelle ordentlich angebracht und am Fenster alle Einführungen. Dann sind wir hier beim Stromkasten. Oben liegen die Rauchmelder. Türklingel ist noch in der Tüte. Macht der Bau ja selbst. Und alle weiteren Leitungen, wie sich das so gehört bei uns. Alles fein ordentlich verbaut. Wir haben hier tatsächlich noch eine Gastherme, weil wie gesagt, das ist ja auch schon ein bisschen her, wo wir angefangen haben. Was ihr da seht, das ist eine Entkalkungsanlage der Marke Grünbeck, damit, weil wir ja hier im Norden recht kalkhaltiges, hartes Wasser haben, das Wasser enthärtet wird. So, jetzt fehlt natürlich noch das Dachgeschoss. Ich gehe mal diese wunderschöne weiße Wangentreppe hoch. Hier haben wir unseren Flur im Bodensee und wer so ein bisschen, ich sag mal, immer mit mir ist und uns ein bisschen ja, begleitet bei meinen Hausübergaben. Ihr seht, das ist jetzt nicht ganz so groß wie bei uns im Musterhaus oder wie es auch im Standardgrundriss typisch wäre, weil wir haben die Räume etwas nach vorne gezogen. Hintergrund ist ein riesengroßes Schlafzimmer mit einem ganz speziellen Blick auf Wunsch des Bauherrn. So wie ich jetzt hier stehe, wird auch mal das Bett stehen und man hat diesen traumhaften Blick. Nicht auf die Bagger, die sind dann mal weg, aber raus, raus auf Feld, Wald, Wiese, total schön. Ja, das ist eine schöne Planung gewesen. Das hat echt Spaß gemacht. Ihr seht, wenn ich jetzt quasi um das Bett rumgehe und unter der Schräge stehe, da hinter der Wand verbirgt sich die Ankleidung. Und die ist wirklich toll groß geworden. Ordentlich Platz zum Wohlfühlen.
sagen. Ja, dann noch mal so ein bisschen der Blick von der Ankleide hier ins Schlafen. Also das ist schon ein Träumchen, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, genauso stehen lassen. Eingangsbereich. Wir haben hier mit relativ vielen Spots gearbeitet im Dachgeschoss, was ich ja auch mal sehr schön finde. Es macht einfach Sinn, mit der abgehängten Decke da so ein bisschen Spots einzuarbeiten. Ja, ihr seht, hier oben haben wir alle Türen drin. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wir haben allerdings, falls es dem einen oder anderen auffallen wird, jetzt die Fenster noch in der Endmontage vor uns, weil uns leider die Fensterbauer das ein oder andere Mal versetzen mussten, weil bestimmte Dinge nicht da waren, Menschen krank wurden, wie das halt so ist. Wir haben nun mal ein Gewerk und Gewerke werden von Menschen gemacht, da kann das vorkommen. Aber das ist alles halb so wild. Das wird alles in kurzer Zeit nachgearbeitet. Jo, da haben wir nochmal irgendwie so ein, wie auch immer, Gäste-, Kinder-, Arbeits- oder sonstiges Zimmer. Und von hier geht es dann ab ins Bad. Und ich mache mal ein bisschen Touch-Touch. Wir haben natürlich Licht. Auch hier haben wir mit den Deckenelementen gearbeitet. Gleich hier am Anfang ist eine begehbare Dusche, so wie wir es ja eigentlich meistens bauen. Bisschen in die Schräge gesetzt, damit ordentlich Platz ist. Da werden mal die beiden Waschbecken montiert werden. Das machen die Bauherren selbst und in Eigenleistung. Wir haben die Vormontage gemacht. Ja. Dann gibt es noch eine Badewanne. Und last but not least, natürlich mit das Wichtigste in einem Bad, die Toilette. Achso, guck mal, ne? Wir haben hier schwarze Armaturen, sowohl bei der Toilette als auch bei der Badewanne und in der Dusche. Und natürlich stylisch und passend auch den Handtuch, Heizkörper hinter der Tür. So, ja, schließlich alle schick sein. Ja, das soll es gewesen sein hier aus Dassendorf. Wir sind einmal drumherum, wir sind einmal innen rein. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, was es zu zeigen gibt an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir raus und rein zu gehen, euch meine kleinen Kommentare anzuhören. Und ich sage Tschüss für diesmal und freue mich auf die nächste Hausübergabe. Bis dann, eure Bettina Bullmann.